Wenn du spürst, dass deine Beziehung eingeschlafen ist und die Leidenschaft und die Romantik fehlen, dann bist du hier genau richtig. Wir haben Lösungen, um deine Liebe wieder aufleben zu lassen, bevor es zu spät ist. In dieser Podcast-Folge teilen wir mit dir erprobte Strategien, um die Funken der Leidenschaft neu zu entfachen und die Romantik in deine Beziehung zurückzubringen. Wir zeigen dir, wie du wieder dieses Kribbeln im Bauch spüren kannst und wie du wieder das Feuer der Liebe entfachen kannst. Also lass uns mal direkt reinstarten. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Ralf, heute mal wieder ein wichtiges Thema. Kannst du unseren Zuhörern mal erzählen, warum es wichtig ist, dass wir dieses Thema heute angehen? Du, Leidenschaft, Romantik, das ist doch die Basis jeder guten Beziehung. Jede gute Beziehung braucht etwas Leidenschaft. Und weißt du, was das Schlimme ist? Dass über die Jahre die Leidenschaft in deiner Beziehung verloren gegangen ist. Die ist einfach nicht mehr da. Es ist deutlich weniger. Das Prickeln ist vorbei, die Romantik nicht mehr so richtig spürbar. Und was passiert dann? Ja, genau. Es fängt an zu kriseln. Ihr fühlt euch beide nicht mehr so richtig wohl und ihr überlegt, was kann der nächste wichtige Schritt sein? Und dann kommt auf einmal dieses Wunderwort, wir könnten ja mal eine Trennung auf Zeit legen. Und wenn du das vermeiden willst, weil du das vermeiden willst, ja, macht es Sinn, heute mal genau darüber zu sprechen, wie kannst du das Feuer, diese Leidenschaft, diese Romantik wieder zurückbringen? Denn es ist doch nur das Feuer, die Leidenschaft. Es ist doch immer etwas zu tun, ja. Du kannst also was tun, um das zu ändern, wieder zurück in deine glückliche Beziehung zu kommen. Und darum geht's doch am Ende. Wir alle wollen eine glückliche Beziehung. Das möchte ich und das möchtest du auch. Also lass uns dir helfen, damit du deiner Beziehung hilfst. Wenn du unseren Podcast schon etwas länger verfolgst oder vielleicht auch das erste Mal reinhörst, unsere Zuhörerinnen sind nicht allein und das zeigen wir dir, indem wir immer wieder ein Beispiel aus unserer Coaching-Praxis mitbringen. Falls du es noch nicht kennst, wir haben ein eigenes Coaching-Programm, nennt sich Zurück ins Beziehungsglück. Da kannst du dir gerne einen Termin vereinbaren, wenn dich das interessiert, um dort mal weitere Informationen zu bekommen. Und der Ralf wird dir jetzt mal die ein oder andere Geschichte aus unserer Coaching-Praxis vorstellen von Teilnehmerinnen, bei denen das genau so war. Weißt du, eins ist doch erstmal ganz wichtig. Wenn du jeden Tag dasselbe machst, dann wirst du auch jeden Tag dieselben Ergebnisse haben. Wenn du also möchtest, dass sich in deiner Beziehung etwas ändert, dann wirst du auch irgendwie die Dinge in Zukunft anders machen dürfen, zumindest an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben, in eurer Beziehung, in eurer Beziehungsdynamik. Denn nur so kannst du auch in die Veränderung kommen. Du kannst nur auf diesem Weg etwas für euch in eurer Beziehung tun. Und schau mal, wie lange seid ihr zusammen? 5, 10, 15, 20 Jahre. Wie lange ist es bei euch? Und was weißt du alles über deinen Partnerin? Ja, was weißt du alles? Und du wirst merken, je länger ihr zusammen seid, desto mehr weißt du. Es gibt kaum noch Geheimnisse. Schau mal, ihr geht zusammen in die Dusche möglicherweise, ja? Die Tür beim Klo wird nicht mehr so richtig zugemacht, die bleibt halb offen. Das heißt, du kriegst doch alles mit, was so passiert. Du holst die Taschentücher aus der Hosentasche deines Partners, deiner Partnerin, ja? Die Sachen kommen da rein, du kriegst alles mit. Du weißt, wann welcher Termin ist und so weiter und so fort. Und du merkst schon, irgendwie fehlt da was. Nämlich so dieses Geheimnisvolle, dieses, mal drüber nachdenken, ja, aber diese Geheimnisse, die ihr früher hattet, das muss gar nichts Schlimmes sein, aber wenn du alles weißt, was reizt dich denn dann noch? Und kleine Geheimnisse sind wichtig, um den Reiz, das kleine bisschen Nervenkitzel aufrechtzuerhalten. Also, auch denk mal drüber nach, auch etwas mehr geheimnisvolleres Handeln in deine Beziehung zu bringen. Damit meine ich jetzt nicht, such dir einen Chatpartner und schreibe 20 Stunden am Tag mit ihm, sondern auch mal das Handy wegzunehmen. Ganz bewusst, obwohl nichts ist, einfach mal weglegen. Die Annette hat es auch gemacht. Ja, ihr Partner hat ihr mitgeteilt, es ist nicht mehr so richtig spannend bei uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Feuer ist raus, die Gefühle sind nicht mehr da. Und sie hat angefangen, so ein paar Sachen mehr für sich zu tun. Sie ist einfach zum Sport gegangen. Sie hat das nicht erzählt, sie hat es einfach gemacht. Und sie hatte auf einmal jeden zweiten Tag eine Stunde, in der er nicht wusste, was sie tut. Sie war raus. Sie war raus und sie sagte immer nur, ich mache etwas für mich. Und das hat ihn richtig gefuchst. Ja, es hat ihn so richtig wild gemacht. Und sie hat förmlich gespürt, wie diese Anziehung, dieses Interesse seinerseits von ihm wieder zu ihr rüberschwappte.
Ja, das heißt, selbst kleine Sachen, ja, sorgen schon dafür, dass die Anziehung steigt. Ja, manchmal sind es tatsächlich nur die kleinen Sachen und wir kennen das ja auch aus unserem Coaching-Programm, dass viele, die zu uns kommen, immer denken, ich kann doch nichts verändern, ich kann mich doch nicht ein Stück rausziehen und ich kann doch jetzt nicht das umsetzen, was ihr mir hier für einen Tipp gibt, weil das ist ja völlig konträr zu dem, was ich bisher gelernt habe. Und so wie der Ralf das jetzt schon gesagt hat, mit dem Tipp, was die Annette auch gemacht hat, kann es auch genau in die andere Richtung gehen. Ralf, hast du noch ein Beispiel? Ja, du, zum Geheimnisvoll gehört natürlich auch dazu, ey, schmink dich zum Beispiel. Ja, auch wenn du Alltagssituationen hast. Weißt du, wie oft ist es so, dass wir im Alltag irgendwie ein paar Sachen anders machen. Und wenn du abends weggehst, weißt du selber, dann machst du dich hübscher. Das machen wir Männer übrigens genauso, nicht nur die Frauen, wohlgemerkt. Ja, wir gucken ganz genau, was ziehe ich an? Ziehe ich dieses Hemd an, diese Hose? Ach, die Schuhe nehme ich eigentlich normalerweise immer nur, wenn ich weggehe. Mach das doch im Alltag auch mal. Und damit setzt du so einen kleinen Akzent. Du wirst geheimnisvoller. Wird sich gefragt, Mensch, was ist der Grund, Kerl, dass du diese schönen Schuhe trägst? Du, ich war mir heute so danach, ja? Und dann geht auf der anderen Seite vielleicht auch mal das kleine bisschen Kopfkino los, ein bisschen Fantasie, Menschenskinder, was passiert da? Und du wirst merken, das gibt eurer Beziehung eine richtige, krasse Dynamik. Was ist noch wichtig? Weißt du, ihr habt eure Rollen verteilt. Wir alle haben unsere Rollen. Ja, je länger wir zusammen sind, desto klarer ist, wer macht was. Wer kümmert sich um den Teil des Haushalts, wer macht diesen Teil des Haushalts. Wer kümmert sich mehr um das Essen, wer kümmert sich mehr um die handwerklichen Aufgaben. Und das heißt nicht, dass es klischeehaft, ja, da sind wir eh keine Freunde von Klischees. Das eine macht die Frau, das andere macht der Mann. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, aber tauscht doch mal die Dinge, die ihr so tut. Und wenn du nicht der große Kocher bist, nimm dir mal ein Kochbuch. Und koch doch einfach mal was. Überrasch mal deine Liebste mit einem lecker Essen. Mach mal was anderes. Versuch auch mal, ne, etwas zu tun, was für dich untypisch ist. Und du wirst merken, auch das bringt eine riesen Verwirrung auf der anderen Seite, weil damit hat ja keiner gerechnet. Und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes. Immer wenn etwas neu und unerwartet ist, wenn du etwas machst, was neu ist, was unerwartet ist, dann sorgt es beim anderen für eine Überraschung. Und das Spannende ist, also erstmal etwas Neues machst, wenn Überraschung im Raum steht, dann wird das, was du tust, beziehungsweise was es bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin auslöst, 5-mal intensiver wahrgenommen. Wissenschaftlich untersucht. Das heißt, wenn du also etwas tust, was sie absolut positiv überrascht, dann wird diese Freude zum Beispiel 5-mal intensiver erlebt. Also das bleibt viel, viel fester im Kopf hängen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du mal etwas tust, wenn du sagst, okay, weißt du was, ich mache heute mal was ganz außer der Art. Ich mache etwas, was ich normalerweise nicht mache. Ich putze zum Beispiel die Fenster. Gut, ich lasse mir helfen, ich habe so einen Putzautomat, ja. Aber weißt du, wie cool das ankommt, wenn sie nach Hause kommt und sie sieht, dass die Fenster wieder sauber sind? Mega. Damit hat sie nicht gerechnet, entlastet ohne Ende und sie freut sich riesig. 5-mal stärker, als hätte ich gesagt, du, ich könnte morgen ja mal die Fenster putzen. Also mach mal etwas anderes, tauscht mal auch zum Teil die Rollen, mach mal etwas, was normalerweise nicht in deinem Ressort liegt und du wirst sehen, das hat eine riesen Wirkung. Weißt du, oft ist so, die Frau steht morgens auf und holt den Kaffee mit ans Bett. Nee, mach du das. Ja, wenn sie das immer macht, mach du das aus Überraschung heraus. Ja, beim Patrick war es genau diese Kleinigkeiten, diese immer wieder mal etwas tun, was er sonst normalerweise nicht macht. Eine kleine Übernahme der Dinge, die er sonst nie gemacht hat. Und das hat eine Riesenwirkung in der Beziehung gehabt. Eine Riesenwirkung. Das hat nicht nur dafür gesorgt, dass sie sich immer wieder geschaut hat, was hat er heute gemacht? Nee, das hat sogar die Erotik angeknistert. Und ich glaube, das ist doch auch das, was du willst, oder? Wieder mehr Attraktivität da in die Beziehung bringen. Mehr Sexappeal. Also auch das, denk dran, ja, mach etwas, mach einen Rollentausch und du wirst merken, das wird dir einen großen, großen Vorsprung bringen. Danke schon für die vielen Tipps, lieber Ralf. Ich habe da nochmal eine Rückfrage. Ich weiß ja, jetzt wird der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagen, meine Situation ist aber doch ganz anders. Bei uns ist doch die Trennung, die steht schon kurz bevor, die Beziehung ist schon ziemlich zerrüttet und jetzt hast du so viele tolle Tipps gegeben, wie man sich vielleicht nochmal ein Stück zurückzieht oder wie man etwas anders macht. Funktioniert das dann auch bei mir?
Also grundsätzlich funktioniert es ja bei jedem. Es ist immer die Frage, wo stehst du gerade? Und wenn du wissen möchtest, wie kannst du mit deiner ganz besonderen Situation umgehen, weißt du, dann mach doch Folgendes. Klick doch mal hier in die Shownotes und vereinbare ein kostenloses Gespräch mit uns. Und dann können wir dir genau zeigen, wie kannst du in deiner jetzigen Situation die Dinge tun, die dich, die euch wieder zurück ins Beziehungsglück bringen. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.